Guardians of the Galaxy, how many times do I have to kill you? Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Kollege mit einem weiteren Video zu Guardians of the Galaxy. Angekommen in Kapitel 3, der Preis der Freiheit, holen wir uns alle Sammelobjekte, 9 Stück hier an der Zahl. Die ersten 3 hier, gleich der Hinweis, die bekommt ihr nur dann, wenn ihr diese auch entsprechend in Kapitel 1 und 2 eingesammelt habt. Das sind ja Objekte, die es dort schon mal gab, die sogenannten Wächter-Sammelobjekte. Die könnt ihr natürlich hier nur nutzen, wenn ihr sie in den vorigen Kapiteln auch wirklich mitgenommen habt. Weil dann tauchen sie auch anschließend dann bei euch hier unter den Objekten auf. Und damit der nächste Hinweis für euch. Alle Sammelobjekte sind verpassbar. Und ihr solltet wirklich komplett nach Guide spielen und so alle Objekte in einem Durchgang mitnehmen. Ihr könnt das nicht später über die Kapitelauswahl nachholen. Oder wie ich es an eurer Stelle machen würde, ich würde die Sammelobjekte links liegen lassen, würde erst einmal das Spiel spielen, einfach komplett genießen, ohne sich auf irgendeine Trophäe zu konzentrieren. Und dann anschließend macht einen Durchgang, wo ihr dann wirklich alle Objekte mitnehmt. Und bis dahin habe ich auch hoffentlich alle Videos für euch natürlich fertig. Das ist, ich sehe hier momentan zu, dass das Ganze so schnell wie möglich über die Bühne geht natürlich, damit ihr dann auch im Spiel sofort, ja, oder so schnell wie möglich fortschreiten könnt und alles mitnehmen. So, die ersten 3 Objekte, wie gesagt, das war direkt nach Levelstart. Wir haben keine Map, wie ihr bereits hoffentlich schon wisst, im Spiel. Das bedeutet, dass ich immer relativ früh reinspringe in die Sammelobjekte, so dass wir anhand einer Cutscene ungefähr erkennen können, wo ich bin. Ich habe jetzt auch neu die Untertitel mit an, so dass ihr das sehen könnt. Immer wenn diese Überblendung kommt, dann gab es einen Sprung in der Zeitlinie. Das bedeutet, ihr müsst euch kurz neu orientieren, an welcher Stelle im Spiel bin ich. Und wie gesagt, ich sehe da immer zu, dass ich das Ganze so mache, dass ich dort einen ja, relativ markanten Punkt innerhalb der Story nehme, woran ihr das Ganze erkennen könnt. Hier haben wir jetzt zum Beispiel den sehr markanten Punkt, dass wir nämlich hier erst einmal diese Kiste hier vorziehen müssen. Ne? Also die Story führt uns sowieso da oben lang und wir brauchen halt Wax, damit er hier die Kiste rauszieht. Und wenn wir dann hochkommen, dann können wir uns gleich das erste Archiv holen. Also das erste Archiv jetzt hier im aktuellen Level. Hochspringen, hochspringen. Dann müssen wir hier nochmal das Ganze beiseite schießen. Dann das Panel einmal aktivieren. Dann sagen wir Rocket Bescheid. Rocket ist ja für solche Sachen prädestiniert. Achtet alle auf blinkende rote Lichter. Was? Warum? Das ist ein Widerstandsschiff. Wir haben Glück, wenn es nur eine Sprengfalle hat. Und dann klappt genau dieser Flügel runter. Und das brauchen wir, damit wir zum nächsten Sammelobjekt kommen. Aber wie gesagt, die Story auch. Aber wir biegen hier komplett nach links ab. Gehen wieder in unseren Rücken sozusagen hinein. Da werden Sammelobjekte immer wahnsinnig gerne versteckt in den Rücken hinein. Und hier haben wir das Archiv Kollateralschaden. So, und wieder ein Sprung in der Zeit. Oder besser gesagt, gar nicht. Gar kein Sprung in der Zeit. Die Überblendung werde ich wieder rausnehmen. Okay. Da, wir gehen ja direkt von da aus weiter. Also direkt dort, wo wir eben gerade gewesen sind, gehen wir weiter. Es ist jetzt ein relativ langer Umweg, sage ich mal. Aber ich lasse natürlich auch das ganze gute Zeug zum Upgraden eurer Ausrüstung liegen. Macht das nicht. Nehmt das mit. Ne? Nehmt das mit. Das ganze Zeug, damit ihr an der Werkbank dann eure ganzen Sachen relativ früh halt trainieren könnt. Da sehen wir schon das Objekt, da hinten leuchtet es schon, ne? Da sehen wir, aha, da ist ein Kostüm verborgen, das befindet sich ja immer in diesem grau-rosanen Container, nenne ich es einfach mal. Und da müssen wir einen relativ weiten Weg drumherum machen. Hier die Barrikade können wir nur wieder mit Powerschuss entfernen, sprich R2 drücken im grünen Bereich. Und so machen wir das Ganze hier auf. Hier warten einige Gegner auf uns, die habe ich natürlich rausgeschnitten hier. Hier in diesem Raum ein paar von diesen Gel-Viechern waren hier gewesen. Und dann geht es hier weiter durch diese Wand durch. Einmal beherzt über die Lücke hier rüberspringen und dann biegen wir gleich rechts ab. Das heißt, erst müssen wir hier erstmal noch hoch. Und dann hier auf der rechten Seite ist das Kostüm für Gamora. Auch das Guardians of the Galaxy Kostüm aus dem Jahr 2014. Ziehen wir hier mal kurz an der jungen Dame. So sah es aus. Und damit jetzt wirklich ein Timesprung, und aber die Stelle könnt ihr sehr gut erkennen. Wir haben dieses Vieh gerade seines Schwanzes entledigt.
Daraufhin haut es wütend ab und wir kommen hier in diese kleine Cutscene hinein. Und von da aus kommen wir dann gleich zu einem Sammelobjekt. Und zwar brauchen wir diesmal die Hilfe von Gamora. Und zwar, ihr seht das hier schon auf der linken Seite, da ist diese gelbe Markierung, diese große gelbe Platte. Und da können wir ihr halt befehlen, hey Mädchen, kletter mal bitte hoch. Na, also den L1 Wächtermodus öffnen und wir sagen ihr Bescheid, dass sie da bitte hinklettern möchte. Weil dann wiederum können wir zu ihr hochspringen, sie zieht uns hoch und wir kommen da oben hin. So, oben angekommen, einmal umdrehen, in unserem Rücken wartet hier wieder ein bisschen Glibber. Den machen wir weg und dann fällt hier ein riesen Kanister runter. Oder ein Kanister ist schon ein bisschen untertrieben. Auf alle Fälle das Richtige für Drax, der uns einmal dieses Ding hier bitte hier drüben hinstellen soll. Ihr seht da oben auch so, ich nenne das mal diese kleinen Vogelkotkanten, die einfach anzeigen, hey, da kann man sich festhalten. So, und dann geht es hier einmal hoch und dann geht es gleich wieder rechts nach unten. Na gut, ich nehme hier noch ein bisschen Loot mit. Rechts unten benutze die Jetstiefel relativ spät. Schön, und jetzt genau, dann passt das. Und dann landen wir hier genau bei den Chitauri-Brandschellen. Sind das wirklich Brandschellen? Habe ich das richtig geschrieben? Da bin ich nämlich selber gespannt. Ja, das sind Brandschellen. Das R gehört da wirklich hin. Sehr gut. Von da aus zum Glück geht es direkt weiter. Das bedeutet, ich brauche euch also hier nicht wieder durch die Gegend irgendwie wie wild zu führen. Hey Gamora, könntest du mich rüberziehen? Vielleicht, wenn du dein Schwert in die Ritze steckst. Genau da, steck es rein. Okay. Und wir sagen Gamora wieder Bescheid, dass sie sich hier ja, einmal nett an die Wand hangelt, damit wir da hochkommen. Dann geht es hier runter auf diesen relativ großen Platz, wo wir gerade schon mal waren. Da vorne erkennt ihr ja die andere Wand. Und da oben haben wir wieder das nächste Teil. So, einmal scannen. Und das ist dann wieder ein Fall für Gamora. Das hier ist was für dich. Wollen wir wirklich wieder rauf? Eine Explosion, Rocket. Langweilig. Was jetzt, Peter Quill? Kommst du jetzt darauf? Dauert nur eine Sekunde. Das weckt Erinnerungen. Spektoreinheit. Und sie hängt nur an einem Faden. So, und damit haben wir es dann endlich geschafft, hier wirklich rauszukommen aus diesem Ding und direkt zu unserem nächsten Archiv zu gelangen. Also einmal hier über diesen gelben Flügel. Ja, gelbe Laderampe einmal drüber hinweg. Und dann gleich, wenn wir hier oben sind, dort wieder auf der linken Seite am Ende das Archiv unter dem Radar. Wir wissen alle, dass Gamora super cool und super wertvoll ist. Und sie hat noch nicht versucht, uns zu töten. Und sie hat noch nicht versucht, uns... So, und ihr erkennt an der Überblendung wieder ein kleiner Zeitsprung. Es gab hier dieses kleine Rätsel zu lösen, wie wir diese Motoren hier herausbekommen, die dann einfrieren, damit wir dann hier oben landen. Lassen Sie hier wieder den Weg frei machen. Wenn wir rauskommen, bevor wir runterspringen, einmal hier bitte das Objekt mitnehmen. Blöder Job. Damit fehlt nur noch ein einziges Item. Das heißt, das haben wir hier also auch gleich fertig. Das nächste Kapitel Nummer 3 mit 100% aller Sammelobjekte abgeschlossen. Und zwar hier zum Ende hin finden wir nochmal das Kostüm 5 Reiter der Apokalypse. Dann riechen wir wenigstens gemeinsam nach Arsch. Das ist nach dem Kampf mit diesem Doppelkampf, glaube ich, waren sogar wie so zwei von diesen großen Viechern.
Auf alle Fälle hat man von da aus schon sehen können, das Sammelobjekt. Jetzt gehen wir hier einmal links zur Seite. Ich denke, das erkennt ihr relativ gut. Wie gesagt, dieser große Kampf war vorweg gewesen. Und dann anschließend können wir halt mit Groot eine Brücke bauen, frieren dann diesen ganzen Dampf ein, um da drüber wegspringen zu können. Dann einmal hier außen rum. So, hier den Weg freischießen. Auch wieder hier. Und hier können wir dann jetzt den Dampf einfrieren und dann dementsprechend drüber wegspringen. Und damit kommen wir schon an am letzten Objekt, deswegen kann ich mich schon von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ich hoffe, es war nützlich für euch. Wenn dem so war, denkt an den Daumen nach oben, würde ich mich riesig drüber freuen. Abonniert den Kanal, wenn euch geschehen, dann verpasst ihr weiter kein neues Video. Bis zum nächsten Mal, so long, goodbye, keep gaming, euer Goodie.